Traumstrände, Kultur und Dolce Vita. Da denkt man doch sofort an Sardinien. Oder Sizilien. Beide in Italien, beide im Mittelmeer und beide traumhaft schön. Doch neben den Gemeinsamkeiten gibt es doch einiges, was die Inseln unterscheidet und ihnen ihren eigenen Charakter verleiht. Wenn ihr euch fragt, welche Destination besser zu euch passt, oder es euch einfach interessiert, was die Inseln so zu bieten haben, ist das hier das richtige Video für euch. Klima und Wetter. Sizilien hat ein mediterranes Klima mit warmen, trockenen Sommern und Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius im Hochsommer. Die Winter sind mild und feucht bei um die 15 Grad Celsius. Die beste Reisezeit für Sizilien ist von Mai bis Oktober, wenn die Temperaturen angenehm sind und es kaum Niederschlag gibt. Das Klima in Sardinien hat ein typisches Mittelmeerklima. Im Sommer zwischen Juni und September ist es sonnig und warm mit Werten zwischen 23 und 28 Grad Celsius. Im Winter wird es kühler und regnerischer. Fazit: Das Klima auf Sizilien ist definitiv wärmer und trockener. Somit ist es gerade im Sommer auf Sardinien sehr viel erträglicher. Wer aber Ende des Jahres verreisen will, wenn es hier in Deutschland schon kalt wird, ist auf Sizilien besser aufgehoben. Die schönsten Strände. Sizilien ist die größte Insel des Mittelmeers und liegt nur 3 Kilometer vom italienischen Festland entfernt. Die Auswahl an Stränden ist zwar kleiner als in Sardinien, aber an über 1000 Kilometer Küste lassen sich trotzdem einige schöne Strände finden. Die Strände mit Felsen sind besonders bei Schnorchlern beliebt. Seid ihr eher auf der Suche nach idyllischen und einsamen Buchten? Werdet ihr an der Nordostküste fündig, zum Beispiel am Naturpark Parco dello Zingaro. Sardinien ist die zweitgrößte Insel des Mittelmeeres und befindet sich rund 202 Kilometer vom italienischen Festland. Hier gibt es an strahlend weißen Stränden und türkisfarbenem Wasser Karibik-Feeling. Die schönsten Strände liegen zwischen Alghero und Olbia auf der Nordroute. Deswegen ist sie besonders beliebt bei Touristen. Es gibt aber nicht nur ein, zwei oder drei schöne Strände. Eigentlich ist nahezu jeder Strand und jede noch so kleine Bucht ein echter Hingucker. Deswegen ist Sardinien eine der beliebtesten Stranddestinationen Europas. Fazit: Traumstrände findet ihr ohne Zweifel auf beiden Inseln. Jedoch hat Sardinien deutlich mehr Strände und hat sich bereits als Stranddestination einen Namen gemacht. Natur. Naturliebhaber sind auf Sizilien genau richtig. Die abwechslungsreichen Landschaftsformen der Insel geben den Touristen viel zu staunen. Eine der größten Attraktionen ist Ätna, der höchste aktive Vulkan Europas. Eine geführte Tour durch die umliegende Landschaft sollte man sich nicht entgehen lassen. Aber auch der Parco delle Madonie eignet sich perfekt für eine atemberaubende Wanderung. Mehr als 150 Kilometer Wanderwege sorgen für ein totales Kontrastprogramm zur mediterranen Küste der Halbinsel. Es gibt auf der Insel mittlerweile mehr als 70 Naturreservate, in denen man unberührte mediterrane Natur erleben kann. Von den malerischen Stränden an der Küste bis hin zu den Gebirgen im Landesinneren bietet Sardinien eine Vielzahl von Schönheiten, die es zu erkunden gilt. Die Natur Sardiniens ist einzigartig und vielfältig, mit Wäldern, Flüssen, Seen und einer reichen Flora und Fauna. Es ist ein Paradies für Outdoor-Enthusiasten, die die Schönheiten der Natur erleben möchten. Fazit: Schöne Natur findet ihr bei beiden Destinationen. Das ausgefallenere Erlebnis bietet jedoch Sizilien. Stadt und Kultur. Sizilien ist eine Insel voller Kultur und Geschichte. Die Städte auf Sizilien sind reich an historischen und kulturellen Schätzen, von antiken Ruinen bis hin zu barocker Architektur. Die Hauptstadt Palermo beherbergt eine Vielzahl von Sehenswürdigkeiten, wie die normannische Kapelle Palermo, den Palazzo dei Normanni und die Kathedrale von Palermo. Catania ist eine weitere bedeutende Stadt auf Sizilien, bekannt für ihre barocke Architektur und die Lage am Fuße Ätnas. Taormina, die Stadt an der Ostküste, ist berühmt für ihre antike Theateranlage und ihren atemberaubenden Blick auf das Meer. Die Städte auf Sardinien zeichnen sich durch ihre Architektur und Kunst aus, von antiken nuragen Turmbauten bis hin zu barocken Kirchen. Die Hauptstadt Cagliari ist bekannt für ihre beeindruckende Festungsmauer, das Castelloviertel und die Basilica di Bonaria. Alghero an der Nordwestküste Sardiniens ist eine mittelalterliche Stadt mit engen Gassen und gotischen Gebäuden. Alghero ist ein beliebter Ferienort, nicht zuletzt wegen seiner Lebendigkeit und der Lage direkt am Strand. Fazit: Die Städte auf Sardinien und Sizilien bieten jeweils ihre eigenen einzigartigen Persönlichkeiten und Attraktionen, die es wert sind, erkundet zu werden. Jedoch kann Sardinien rein kulturell nicht mit Sizilien mithalten. Sport- und Freizeitangebote. Sizilien bietet so einiges an Freizeitangeboten.
Von Stränden mit warmem, kristallklarem Wasser zum Schwimmen und Sonnenbaden, über Wandertouren durch die beeindruckende Landschaft bis hin zu einer Vielzahl von Wassersportmöglichkeiten wie Surfen, Segeln und Tauchen. Ihr könnt die Insel auch auf dem Fahrrad erleben. Aber auch Golfer kommen auf Sizilien auf ihre Kosten, denn die Insel verfügt über einige der besten Golfplätze Italiens. Wandern und Wassersport ist natürlich auch auf Sardinien möglich. Das Angebot gestaltet sich hier sehr ähnlich. Zusätzlich könnt ihr hier eine Mountainbike-Tour durch die tolle Landschaft unternehmen oder ihr versucht euch im Klettern. Fazit: Das Sport- und Freizeitangebot ist hier sehr ähnlich. Das gibt einen Punkt für beide. Sizilien und Sardinien sind beide beliebte Urlaubsziele in Italien, aber sie haben auch ihre eigenen einzigartigen Merkmale. Sardinien beeindruckt mit atemberaubenden Stränden und unberührter Natur, mit Klippen, Buchten und Dünen, die einen erholsamen Urlaub garantieren. Sizilien hingegen ist bekannt für seine reiche Geschichte und Kultur, mit antiken Ruinen und historischen Städten, die einen interessanten und erlebnisreichen Urlaub bieten. Beide Destinationen liefern ein unvergessliches Urlaubserlebnis, aber je nach Interessen und Vorlieben liegt eine Insel vorne. Für welches Reiseziel schlägt euer Herz? Sizilien oder Sardinien? Schreibt uns euren Favoriten gerne in die Kommentare und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Euer Team von Marco Polo TV.